Hier haben wir eine geile Aktion von Bybit, meiner Lieblings-Exchange, wo ich trade. Ja, meldet euch mit meinem Link an, einfach unten da in der Kommentarspalte gucken, die ist angepinnt, beziehungsweise in der Beschreibung. Da findet ihr dann den Link zu Bybit. Einfach anmelden, neuen Account machen. Da bekommt ihr auf jeden Fall schon mal $10 ohne Einlage. Die bekommt ihr auf jeden Fall. Des Weiteren sind bis zu 1600 $10 möglich. Die $10 bekommt ihr so, das heißt noch $1600 im Rewards Hub, das heißt im Account drin, habt ihr die Möglichkeit noch bis zu $100 zu bekommen. Und die $1500 bekommt ihr bei einer Einlage von 2 Bitcoin. Ja, das ist richtig geil. Ihr müsst einfach die 2 Bitcoin einzahlen, bekommt $1500 zum Traden. Ja, und alle Gewinne daraus könnt ihr einfach runternehmen. Das heißt, ihr habt kein Risiko. Die 2 Bitcoin rührt ihr zum Beispiel nicht an. Ihr tradet einfach mit den $1500. Das ist richtig eine geile Sache, ja. Und wenn ihr so viel nicht habt, ja, dann seht ihr die Abstufung hier. Ist eine richtig geile Sache. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und euch über den Link anmeldet. Wie gesagt, unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung. Danke! Ja, servus und guten Abend. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 28.04.2021 und wie immer fangen wir mit Bitcoin an. Dann geht es weiter zu ETH. Und am Ende zu Cardano. Eines vorweg. Oh, es hat geklingelt. So, bin wieder da. Amazon. So, nochmal. Eines vorweg. Alles, was ich da zeige, ja, das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, sie waren bis jetzt über 95% richtig. Aber es gibt Amor Trade, es wird Trades auf jeden Fall geben, wo Amor nicht so gut sind, ja. Das sei vorweg. Und genauso. Wenn ich einen Trade mache oder wenn ich irgendwo einsteige und ich teile das euch mit, dann kann es natürlich auch sein, dass es länger dauert. Ja? Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Ja? Es geht nicht immer alles voll nach oben oder voll nach unten, so wie man den Trade eingeht, sondern es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit. Ja? Das ist halt so. Und das ist die Psychologie. Trading lernen ist das eine. Risk Management, das andere. Und Psychologie ist eine, das glaubt kein Mensch. Aber Risk Management, Psychologie ist eine wichtige Komponente im Trading. Und die muss man für sich erlernen. Ja, das kann euch keiner beibringen. Wir können bloß Tipps geben, aber mehr auch nicht. So, also erstmal dazu. So, Bitcoin, genau. So. Wie ihr seht, sind wir hier aus dem, aus einem kurzen Bullflag ausgebrochen. Haben hier jetzt womöglich einen Retest. Ich habe gesagt ja, dass ich hier einsteige und ich bin hier auch eingestiegen. Ja, ich bleib auch drin, denn ich gehe immer noch davon aus, dass wir hier diese Targets erreichen. Auf jeden Fall, das hier ist das erste große Target. Da werde ich auf jeden Fall auch Profite nehmen. Und warum? Deswegen gehen wir kurz zu den MAs rüber, wenn es dann mal aufmacht, genau, zu den Dailies und zu den MAs, Gesundheit, Katze, genau, und das ist der ähnliche Bereich, der 57.000k-Bereich ist hier, ja, wie ihr seht, wir haben hier super Support gefunden auf der MA9, auf der weiß-graue Linie. Und ich gehe davon aus, dass man jetzt langsam, also ich gehe eher von langsamem Anstieg aus, ja. Muss nicht sein, aber ich gehe jetzt davon aus, ja, weil wir jetzt haben einen riesen Pump gehabt. Jetzt könnt ihr hier ein bisschen konsolidieren, bevor es dann weiter nach oben geht, ja. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir mindestens das Target sehen. Meine Short Targets, wie gesagt, ich bin zwar jetzt long, aber shorte auch gleichzeitig, beziehungsweise ich habe die Ordern, die sind hier in diesem Bereich, ja. Im 0786er runter zum 06 0681er. Sorry. Genau. Denn das würde das Retest dieses großen lilanen weißen Wedge bedeuten, ja. Also das ist wirklich heute langsam der Rechner, ja. So. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der jetzt nur, dass er noch ein bisschen konsolidiert, bevor es dann weiter nach oben geht. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich habe natürlich schon auch geschrieben in Telegram, dass im schlimmsten Fall er nochmal hier in diesem Bereich runterkommen könnte, auf die babyblaue Linie mit dem Daily Support jetzt im Moment, ja, bei 51.200 in etwa. Könnte, muss aber nicht. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit im Moment ein bisschen größer, dass wir hier konsolidieren, ein bisschen hier rumgammeln und dass es dann weiter nach
oben geht. Wie gesagt, da ist meine Long, die ist im Moment offen. Hier sind meine Short Order in diesem Bereich. So, da wisst ihr auf jeden Fall mal Bescheid. Ich kann auch euch einen Grund nennen, das habe ich gestern auch in Telegram geschrieben, warum es im Moment ein bisschen konsolidieren könnte oder im Moment hakt. Ja, und zwar sind wir hier auf dem Monthly CPR und Weekly CPR, wie ihr das seht. Und im Moment ist es so, dass wir uns am R1 im Moment aufhängen vom Weekly. Und gleichzeitig sind wir hier im Monthly CPR drin. Das heißt, genau hier ist das P, genau in der Mitte von dem gelben Kasten. Ja, so, und da macht das, ja, da macht das jetzt ein bisschen schwer im Moment. Ja, sollte er hier drüber kommen, gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall hier, wie gesagt, in diesem Bereich hier wieder reinkommen. Ja, und dann fängt er schon im neuen Monat an mit einem neuen Monthly CPR. Nur, dass ihr wisst, warum er hier im Moment ein bisschen rumgammelt. Aber ihr seht auch hier, ich liebe die Pivots einfach. Hier, guckt da den Dump darunter hier, ja, auf das Monthly S1 und dann hat er hier konsolidiert, beziehungsweise einen doppelten Boden geformt und dann ging es wieder nach oben, ja. So, das war es jetzt zu Bitcoin, ja. Gehen wir mal weiter zu ETH. So, hier sind wir bei ETH und ich habe es auch im Telegram gepostet. Glückwunsch an alle. Erstmal haben wir hier einen super Einstieg gefunden hier in diesem Bereich. Das vom Bearish Pennant hier, das 100%-Ziel wurde um Weiden überschlagen hier. Ja. Und Glückwunsch an die, wo das mitgemacht haben. Wir haben jetzt, Entschuldigung, 21,7% gemacht. Alter, wie geil ist das denn? Natürlich ist es so, wir haben hier schon Profite genommen, ganz klar, ja. Wir haben ein bisschen, also ich bin nicht mit 100% hochgegangen, ja, aber es ist trotzdem einfach nur geil, ja. Und ich gucke mal das jetzt hier, bin ich ganz ehrlich, wir haben hier das 1er Fibo, ich gucke mal das hier noch so 2, 3, 4 Stunden Kerzen an. Sollte er hier über dem 1er bleiben, dann werde ich meine Position etwas vergrößern, ja. Kann ich ja ohne Probleme machen, ja. Ohne Probleme machen. Ich habe hier fetten Gewinn mitgenommen. Also, wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr hier unten eingestiegen seid, dann kann man hier auch vergrößern. Ja, ich würde dann aber auch mein Stop-Loss auf jeden Fall hier unter das, genau hier drunter bei 2480 setzen. Und wenn er runterkommt, macht's überhaupt nichts. Es macht nichts. Ja, weil wir gehen da nicht mit Miese, überhaupt nicht mit Miese raus. Guck mal, 21,7%. Denn das nächste Ziel, das wisst ihr auch, ist beim 1618er Fibonacci und das ist bei 2965. Ja, das ist so mein nächstes Ziel. Wie gesagt, einsteigen bei 2, 3, 4 Stunden Kerzen. Ich gucke mal das an, dass der hier drüber bleibt und dann vergrößere ich meine Position. Eine Short-Position sehe ich im Moment keinen Grund. Ja, wie gesagt, ich versuche mal beide Seiten zu durchleuchten. Bloß wenn ich nichts sehe, dann kann ich auch nichts sagen. Ja. Und ich kann im Moment nichts sagen. Ja, im Moment denke ich einfach, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass er hier oben an dieses Target möchte. Ja. So, das war schon von ETH. Kommen wir gleich mal zu Cardano. Und ich habe es aber ganz vergessen zu Anfang zu sagen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich jetzt erst heute Abend ein Video gepostet habe. Das wird auch jetzt die nächsten Wochen, Monate auch die Regel bleiben, dass ich so ab 3 Uhr, 4 Uhr meine Videos rausbringe. Das hat den Grund, dass ich, es hat was mit meiner Arbeit zu tun, ja. Ich mache Trading nebenberuflich, nebenberuflich als Hobby mehr oder weniger, ja. Und mein Hauptberuf ist ein anderer und da bin ich halt auch extrem eingespannt und dann sind da die Zeiten manchmal, die verändert sich halt, ja. Auch je nach Schicht und je nach, ja, je nach Lage, sage ich mal, ja. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst und ihr denkt, oh, wo kommt denn jetzt kein Video morgens oder mittags, ja? So, kommen wir zu Cardano. Wollt ihr auch bis zu 1610 Bonus erhalten? Dann einfach in die Kommentarspalte gucken, die ist angepinnt, beziehungsweise in der Beschreibung einfach auf den Link drücken, dann seid ihr dabei. So, hier sind wir bei Cardano und hier der gecleante Chart von Cardano. Hier habe ich einen Trendkanal nach unten gesehen
und den Ausbruch predicted bzw. analysiert. Ja, ich muss nicht mal aufpassen, dass ich die englische und deutsche Wörter nicht vertausche. Genau, hier sind wir ja hoffentlich alle eingestiegen. Also ich bin da eingestiegen, ja, das Ziel, das 100% Ziel dieses Kanals ist 1,46 in etwa, ja. Und ihr seht, er versucht wahrscheinlich gerade wieder irgendwas zu formen, wo uns wahrscheinlich zum endgültigen Target ja, befördern kann. Natürlich kann es jetzt sein, dass er vielleicht schon mal runter mit Nummer retestet, das macht er auch gern, ja. Aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nach oben gehen, ja. Und wenn es dann nach oben geht, man muss halt auch ein bisschen Platz lassen, ja. Kryptowährungen brauchen Platz, das muss man auch lernen, ja. Und nichtsdestotrotz, wir gucken mal, was mir, weil es gibt auch Ungeduldige unter uns, ja. Es ist überhaupt nicht schlimm, Profite mal rauszunehmen, das sage ich auch immer wieder. Wir sind hier an der Spitze bei 13,2% ungehebelt, ja. Also, das ist doch mega. Ich weiß gar nicht, was die Leute als wollen, ja. Also, das ist doch, wo kriegt man das, ja, welchem Asset? Also, es ist schon genial. Und Glückwunsch an die, wo hier irgendwo Profite genommen haben. Ja, ich habe schon etwas Profite genommen, nicht viel, ja, aber etwas. Und es muss jeder selber wissen, wann er Profite nimmt. Das ist natürlich klar. Man darf nie zu geizig werden. Also das ist meine Meinung jetzt. Und trotzdem mit dem Rest gehe ich hoch. Sollte sich hier eine Formation ergeben, ja, wo ich sage, okay, kann man nochmal vergrößern, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Entweder YouTube oder eben Telegram. So, das ist die bullische Variante. Eine bärische Variante sehe ich im Moment persönlich nicht, sonst hätte ich es ja gesagt. Und ja, genau. Das war's für heute auch schon. Ja, ich will das Video so schnell wie möglich rausbringen. Und ich hoffe, dass wir uns morgen sehen. Wichtig ist, würde mich ganz arg freuen, lass bitte ein Like da. Ja, teile es mit Freunden und Bekannten, sonstiges. Seid ihr noch keine Abonnenten, abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Des Weiteren seid ihr noch Anfänger, dann schaut bitte bei diesem Video vorbei, meine Videoanalysen verstehen. Ja, ich guck mal ganz kurz rein, wie da im Moment die Meinung ist darüber. Ganz kurz. Er lädt, er lädt, er lädt sich tot. Ne, da kommt was. So, ach, über 4000 Aufrufe mit über 400 Likes, keine Dislikes, grob. wie gesagt, super, dass ihr das Ganze supportet, einfach geil von euch. Aber ihr seht, es gefällt sehr vielen Leuten. Guckt rein, es ist wirklich sehr interessant. Des Weiteren habe ich hier zwei Telegram-Gruppen, einmal hier, wo ich meine Marktschritte nur poste, beziehungsweise das, was ich im Markt sehe. Je nach Support eurerseits werde ich da mehr oder weniger reinposten, sage ich immer wieder. Und hier in dieser Telegram-Gruppe können wir uns austauschen, da hat jeder Schreibrechte. Zusätzlich, wenn ihr 1610 Dollar Bonus wollt, maximal, dann registriert euch über diesen Link bei Bybit, würde mich natürlich sehr freuen. Weil das bringt mir auch was und euch bringt es auch was, weil ihr ja den Bonus bekommt. Und ihr bekommt natürlich dann immer wieder Content. Ja? Umso mehr supporten, umso mehr Content gibt es natürlich, das ist klar. Oder bei Femex. Ja? Mein Lieblings-Exchange oder Börse ist Bybit, das wisst ihr, denke ich mal, mittlerweile. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis hoffentlich morgen. Euer Krypto-Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Tschüss!